Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:27 Uhr. Es ist der 6. Oktober 2021. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir nehmen die Big Number 15.100. Als ersten Trade hier 15.107 Long und 15.092 Short. Und wir haben hier wieder eine Kurslücke, ein Gap von 68 Punkte. Das ist dann auch hier erstmal die psychologische Marke, wo wir heute hinlaufen könnten. Ja, wenn wir jetzt auf den 15-Minuten-Chart sehen, ja, sehen wir den Wochenverlauf. Das Gap hier wurde geschlossen. Hier haben wir noch ein Tickchen über bei 15.227, das Gap von den Montag, vom Freitag auf Montag. So, gucken wir mal, wie der Kurs sich läuft. 15.000, the big number, als Unterstützungszone heute hier. Okay, wir bleiben auf dem Minutenchart. Wir bleiben auf dem Minutenchart und schauen uns gestern die Blue Boxen an. Gestern Abend eine Armada von kleinen Boxen. Denn hier am Nachmittag 17:30 hier die 16er Box. So. Ja, und dann sehen wir hier eine 27er. Ja, die, wenn man so sieht, ich glaube im dritten dann rausgelaufen ist. Die 19er ist im ersten oder zweiten rausgelaufen. Also auch alles sehr, sehr coole Boxen. Die 25er hier sehen wir bei der Markteröffnung. Ja, 12,75 hochgelaufen. Schauen wir mal oben 25, da 20. Das heißt, hier wäre der Bereich im dritten oder im vierten unten rausgelaufen. Und wir gehen jetzt in die Volas rein, einmal in die Vola-Boxen. So, wir sehen gestern bei den Vola-Boxen. Haben wir gestern getradet hier reingelaufen. Big Number und die Vola ist dann am Nachmittag hier, frühen Abend, sehr ruhig verlaufen. Wo kommt die Vola Box heute rein? 15.035 ist der Forecast, also 15.35. Wenn es so bleibt, können wir die auch nehmen als Hedge-Auflösungstrade bis 9:40 Uhr. Also 15:35 kommt der Kurs rein. Wir können das schon mal so avisieren. 15:35 ist hier circa roundabout. So. Okay. Dann gehen wir wie immer jetzt einmal in die Dailies rein. Einmal Gesamtüberblick und fangen an heute mit Ethereum. Ich mache mal hier mal die Tür zu. Die Coaches. So. Okay, Ethereum bei 3.491. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da zeigt alles nach grün, also in Richtung Norden. Nächster Markt, Bitcoin. Alle, die Bitcoin haben. Wir sind wieder über 50.000, also 51.650 Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Long. So, wo haben wir denn die nächsten Widerstände? Und wir sehen hier bei 53.000, da muss er rüber. 53.000, das sind die nächsten. Ja, wenn wir hier mal Tagesstrategie Pro nehmen, die Dailies, sehen wir hier auch da das Signal bei 47.000 Long gewesen. Bitcoin 47.000 Long-Signal auf den Daily Chart und da sehen wir auch sehr schön da oben, wo die Sonne ist. Das ist jetzt erstmal die 53er Unterstützung. Da muss er rüber, das All-Time-High liegt hier oben bei 64.000. Also das in Bitcoin. Und wenn wir
das Retracement jetzt nochmal betrachten, von Sonne zu Sonne, dann sind wir, haben wir klassisch am mehr oder weniger 50-61er Retracement gedreht, so wie es sein sollte von dem Tief hier. Und wenn wir das Tief nehmen, das Zwischentief hier und da, dann sehen wir auch hier 61er Retracement, einmal hochgelaufen, zurück korrigiert und das für Bitcoin. Vorlage, Zickzack-Linie wieder. Okay, nächster Markt in unserer Liste. Dow Jones. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Short und 5 auch Short. Also da. Leichte Tendenz weiter abwärts. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Da ist klar Richtung Süden. Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also auch da klare Richtung. Gold. Short im Daily, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und der letzte Markt, den wir heute anschauen, ist der DAX 15.086 aktuell. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Ja, wir sehen hier die Kurslücken. Also für Gegenbewegung haben wir die Zielmarken klar definiert. So, Big Number als erste um 8:34 Uhr. Nochmal zu den Spielregeln. Wir handeln dreimal die Big Number nacheinander. Das Level je pro Level, also pro Big Number dreimal. Blue Box einmal, Vola Box treten wir so lange, bis sie da ist. Updates hier einmal in der Stunde. Und die Vola Boxen werden ab 9 Uhr letztendlich angezeigt. Dann haben wir MTX, Master Template X. Dort nach wie vor 520 Punkte Stop Loss, ziemlich weit entfernt, 1% Risiko auf unserem Depot. Das bedeutet, beim 10.000 Euro wäre das maximal 100 Euro, was wir dem Trade ein Risiko geben. Ja, das ist letztendlich immer wichtig, denn wenn man 10.000 hat, dann ist das Risiko in dem Bereich nicht 10.000, sondern dann wirklich nur 100 Euro. Gut, und wir sehen, wir nähern uns der Big Number 15.092 und auch hier nochmal zum Regelwerk, auch bei den Boxen ab dem zweiten Trade gehe ich auf angepasst und das bedeutet, ich würde den Trade hier versuchen in Richtung nach oben hin, Richtung Daily Pivot und Gap Closing zu traden. Unten herum wäre dann die 50er Marke erstmal spannend für uns und da ist auch hier heute die 55er, das 38er Retracement, 55 wäre dann das Ziel. So, und das sieht so aus, Big Number ist aktiviert. Das bedeutet scharf geschalten. Und mal schauen, wie sich der Kurs jetzt entwickelt. Erster Trade Short, 8:38 Uhr. Unser Gewinnziel liegt für den ersten Trade bei 82. So, und wir sind raus, 8:42 Uhr. Das war der Eröffnungstrade, auch für unser Videotagebuch nach wie vor. Wir platzieren jetzt nochmal die Big Number und ich verabschiede mich für meinen YouTube-Plan. Bis morgen.